wir haben in Deutschland so viele interessante Geschichten zu erzählen. Und auch das Saarland bietet so viel, was noch nicht erzählt worden ist. Und das macht einfach Spaß, da drin zu graben. Und wenn ich dann auch in den Archiven stehe und diese alten Bücher und die alten Aufzeichnungen so in Händen halten darf und da drin lesen darf, dann komme ich mir auch so vor wie im Namen der Rose. Und das ist natürlich auch was, das ist was ganz Besonderes. Also das macht mir total viel Freude. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square. Und ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast. Sie ist geboren 1962 in Lebach, lebt heute in Heusweiler, ist Autorin und zwar eine unserer erfolgreichsten. Hallo, Diana Zinsmeister. Hallo, guten Tag. Hallo. Du bist gerade auf Lesetour oder warst auf Lesetour. Wie fühlt es sich an, nochmal unter Menschen zu sein und sich frei zu bewegen? Ja, super fühlt sich das an. Ich meine, wir waren ja nicht in dem Sinne eingesperrt, aber durch Corona sind ganz viele Lesungen weggebrochen. Und das ist für uns ja der direkte Kontakt zu unseren Leserinnen und Lesern. Und in den Gesichtern zu sehen, wie die reagieren, wenn man dann so Passagen aus dem Roman vorliest, das ist natürlich das, was uns auch das Ganze lebendig macht, ne? Weil wir ja doch sehr einsam und allein am Schreibtisch sitzen und für uns dann das Ganze schreiben und dann solche Reaktionen zu sehen und dann aber auf einmal findet das nicht statt. Das war natürlich schon bitter gewesen. Umso schöner, dass es jetzt wieder losgegangen ist. Es sind noch viele Buchmessen ausgefallen. Im Saarland haben wir immerhin eine virtuelle gehabt. Genau. Das hast du mit Sicherheit auch gemerkt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gerade die Frankfurter Buchmesse, jetzt bin ich leider nicht dort, weil die immer noch in der abgespeckten Form ist. Und alle die ich dort eigentlich normalerweise treffe, sind nicht da. Aber das ist was ganz Wichtiges für uns, ne? Da werden ja auch wieder neue Kontakte geschlossen, Verträge vielleicht sogar abgeschlossen. Und man trifft sich mit Kolleginnen und Kollegen, die man schon ewig nicht gesehen hat und tauscht sich so aus, was es Neues gibt. So wie man das halt eben macht, wenn man sich auf einer Messe trifft. Und das war auch sowas gewesen, was natürlich schade war, dass es nicht mehr stattgefunden hat. Jetzt sind wir schon ganz weit hinten, fangen wir nochmal vorne an. Also Autorin, haben wir gesagt, du hattest aber auch mal einen irdischen Job. Und zwar bist du ausgebildete Einzelhandelskauffrau und hattest ein eigenes Geschäft für Kindermode. Erst spät, wenn ich es richtig gesehen habe, im Alter von Mitte 40, 2006, nee. Kommt das hin? Nee, da habe ich angefangen, da bin ich das erste Mal veröffentlicht worden. Das meine ich, genau. Mein erstes Buch kam dann. Ja. Kam das erste Buch, genau. Das war der Roman Fliegen wie ein Vogel. Und der Duft der Erinnerung, die kam ungefähr gleichzeitig raus, ja. Also im selben Jahr. Also wie war deine Geschichte bis zu diesem Punkt? Was hat dazu geführt, dass du dich dazu entschieden hast, hauptberuflich als Autorin zu arbeiten und wie waren so die ersten Schritte? Also zuerst war ich Einzelhandelskauffrau, wie du richtig sagst. Das kam daher, dass meine Eltern selbstständig waren. Die hatten mehrere Geschäfte gehabt. Und als ältestes Kind von drei Kindern sollte ich natürlich alles übernehmen und habe dann deswegen auch dieses Handwerk, diesen Beruf von der Pike auf richtig gelernt. Und bin dann selbst irgendwann Mutter geworden, war dann aus dem Beruf draußen. Und was ist es, das Beste, was du machen kannst, ist ein Geschäft gründen mit Kindermoden, wenn du selber zwei Kinder hast. Das war auch richtig spannend, mit denen dann einkaufen zu fahren auf den Messen. Das haben wir also, hat richtig Spaß gemacht. Aber irgendwann waren die dann aus diesen Kinderschuhen auch entwachsen. Und ich hatte zwischenzeitlich immer für mich als Hobby diesen Roman Fliegen wie ein Vogel angefangen. Das kam, ich kann ja jetzt nicht mehr sagen, nach so vielen Jahren, was jetzt den Impuls gegeben hat. Ich weiß, ich habe eine Fernsehsendung gesehen über Weinanbau in Australien, den Deutsche dort, also die Weinstöcke die Rebenstöcke haben Deutsche dorthin gebracht. Und das fand ich total faszinierend. Australien fand ich faszinierend, habe dann mal so ein bisschen gegoogelt als Mutter. Damals war es ja noch so, dass die Kinder 3 Jahre zu Hause waren, noch nicht im Kindergarten, also hast du dich dann mehr zu Hause dann mit allem beschäftigt. Und ja, und dann kam das immer mehr und dann kam da auf einmal ein Roman raus. Den habe ich aber nur für mich geschrieben, 10 Jahre lang. Und wollte den auch mehrmals vernichten, weil ich immer dachte, das wird nichts, das bringt nichts. Und dann habe ich es einer Freundin zu lesen gegeben. Bis dato hat es noch niemand gewusst, dass ich da schreibe. Und habe auch gar nicht gewusst, wie so ein Roman eigentlich aufgebaut wird. Habe das einfach intuitiv, so wie ich selbst gerne einen Roman lesen würde, so habe ich dann diesen Roman geschrieben. Und eine Freundin sagte dann zu mir, Schreiben ist ein Handwerk. Je mehr man schreibt, desto mehr verfeinert man dieses Handwerk. Aber was man mitbringen muss, ist Fantasie. Und die hätte ich. Und ich soll den Roman zu Ende schreiben. So, das habe ich dann noch 3 Jahre lang getan. Mittlerweile waren es fast 1000 Seiten. Und dann hat es mich natürlich gejuckt, was würde jemand Professionelles darüber sagen. Und dann habe ich das einer Agentur eingereicht, einer Literaturagentur.
Und dann ging das auf einmal Schlag auf Schlag. Innerhalb von 4 Wochen hatte ich den Vertrag mit dieser Agentur. Und die haben mir dann noch innerhalb weniger Wochen einen Vertrag bei einem kleinen Verlag besorgt. Da war natürlich immer natürlich wollte ich dann immer weit hinaus, also auch gerne einen großen Verlag. Aber die haben mich dann tatsächlich so ein bisschen geködert mit einem Zweibuchvertrag. Also ich konnte dann die Fortsetzung, wollten die noch gern haben von diesem ersten Teil. Und dann war das natürlich klar, dass ich dann direkt zuschlage. Und dann ist alles seinen Weg gegangen. Vielleicht, weil ich es nicht bewusst gemacht habe, vielleicht, weil ich es nicht herausgefordert habe oder verkrampft versucht habe, einen Buchvertrag zu bekommen und auch einen Roman zu schreiben. Vielleicht ist deswegen alles so, wie so Puzzleteile, hat sich das nachher alles so zusammengefügt. Und dann nachher war ich auf einmal Schriftstellerin. Also das heißt, du hast es also nicht gelernt, also hast auch keine Workshops besucht oder irgendwas, sondern rein aus dem Bauch raus gemacht. Intuitiv, ja, genau. Ich habe das gesehen, also das ist auch heute noch bei meinen Romanen so, ich sehe das wie einen Film von meinem geistigen Auge. Und dann beschreibe ich einfach das, was ich sehe. Wie so Kameramann oder Kamerafrau schwenke ich dann hin und her. Und das scheint den Leserinnen und Lesern zu gefallen, weil ich meine, ja, mittlerweile ist der 17. Roman erschienen seit 2006. Und ich bin ja bei Goldmann, das ist ja einer der größten Taschenbuchverlage, unter Vertrag, und jetzt kommt nochmal ein neues Projekt, also scheint ja zu funktionieren so. Und vielleicht ist das aber auch das Geheimnis, weil ich dann nicht dieses nach Seite so und so steigt die Spannung ab, dann fällt sie wieder runter, dann muss sie wieder ansteigen, so dieses Schema, was man auch von der Schule her kennt, sondern ich schreibe so, wie es in mir die Bilder kommen. Jetzt haben wir schon ein paar Autoren hier gehabt, die einen berichten, na, sie fangen mit dem Plot an, schreiben von hinten nach vorne, andere von vorne nach hinten, andere wechseln immer. Das kann jeder machen, wie er will. Das ist wie mit dem Kochen. Also jeder hat eine andere Art, an die Sache heranzugehen. Ne? Das heißt nicht, dass das eine richtig und das andere verkehrt ist oder das eine ist professionell und das andere ist laienhaft. Das Endergebnis spielt eine Rolle. Es kommt dabei, was unterm Strich rauskommt, das ist wichtig. Und das ist allein gezählt, dass es den Leserinnen und Lesern gefällt. Das hast du erzählt, du hast ein paar Jahre am ersten Roman geschrieben. Ja, das kann man sich natürlich, wenn man davon leben will, jetzt auch nicht mehr leisten. Bist du schneller geworden mittlerweile? Auf jeden Fall. Es ist auch, es entsteht ja auch ein Druck. Also vorher hatte ich ja diesen Druck nicht gehabt und konnte dann schreiben, wie ich Lust und Laune hatte, und habe das, wie gesagt, auch ein paar Mal mehrere Wochen oder Monate einfach liegen lassen aus Manuskript, weil ich gedacht habe, das nimmt zu viel Zeit und Raum von mir ein. Und jetzt, wo ich diese festen Verträge habe, diese Buchverträge, wird natürlich auch erwartet, dass du dann abgibst, ne? Dass du in einer gewissen Zeit diesen Roman fertig schreibst, weil da stehen ja auch andere Menschen hinten dran. Da steht ja dann die Lektorin, da steht der Drucker, dann steht das, die Cover muss hergestellt werden. Da ist ja alles getaktet von der Zeit her, und deswegen kannst du dir da nicht nochmal 10 Jahre Zeit lassen. Also du hast einen großen Namen wie, weiß ich nicht, wie vielleicht Stephen King oder so. Und dann wird auf den Roman gewartet. Aber unsere Branche ist ja auch sehr kurzlebig, und die Leserinnen und Leser wollen ja auch Input haben. Das ist ganz klar. Sonst wenden sie sich einen anderen Autor zu und suchen sich ein anderes Genre vielleicht aus, was ihnen dann auch gefällt. Und mit diesem Druck kommst du auch klar, also... Da musst du das lernen oder wie war das? Es ist tatsächlich so, ich brauche diesen Druck. Also ich brauche jemanden mit der Peitsche hinten dran, und dann, sonst verzettel ich mich. Ne? Sonst es gibt Menschen, die gehen, also die werden dann richtig geknechtet, die sagen, ich halte diesen Druck nicht aus. Und bei mir ist es natürlich auch so, dass irgendwann das Herz hier oben boppert, weil ich denke, das schaffst du nicht, dass, wenn jetzt nur noch eine gewisse Zeitspanne da ist. Aber ich brauche Druck, um Leistung zu bringen. Und das klappt eigentlich ganz gut. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt da laissez-faire durch diese Zeit gehe des Schreibens, sondern es ist dann auch wirklich irgendwann mal so, wo ich denke, das schaffst du nicht, das hältst du nicht aus. Und dann mache ich auch mal einen Tag Pause, um einfach runterzukommen. Und dann geht es wieder weiter. Wie lange schreibst du so am Tag? Unterschiedlich. Also es kann sein, dass ich ganz zum Schluss, wenn der Druck richtig immens wird, dann sitze ich 12, 13, 14 Stunden am Schreibtisch. Natürlich nicht ununterbrochen, auch immer mal wieder mit Pausen, aber wenn ich das dann so zusammenrechne. Aber ich brauche so für eine Stunde für eine Seite, kannst du sagen. Ne? Die überarbeite ich ja dann auch immer wieder. Ich bin jetzt keine Autorin. Ich weiß das von Kolleginnen und Kollegen, die schreiben einfach runter und überarbeiten das dann zum Schluss. Aber bei mir ist es so, dass ich jede Seite immer wieder überarbeite und dann am Tag, an dem Tag dann das Geschriebene vom Tag zuvor nochmal durchlese, nochmal korrigiere, verbessere, nochmal verfeinere. Und deswegen summiert sich dann die Zeit schon.
Fällt dir das schwer, einen Schlusspunkt zu finden? Also zu sagen, so, diese Seite ist jetzt top? Oder? Irgendwann musst du zum Ende kommen. Ja. Und das Interessante ist, ich habe tatsächlich die letzte Szene immer schon als erstes mit im Kopf drin. Okay. Also es ist immer schon bei mir ziemlich früh da. Also ich muss mich nicht, ich habe den Anfang im Kopf und ich habe das Ende im Kopf. Und das Mittelteil und das andere arbeite ich dann auf diese Seiten dann zu. Natürlich musst du irgendwann das Ende finden. Bei mir, ich schreibe ja historisch, und da ist es sehr schwer zu sagen, was, wenn ich was recherchiere, was dann in diesem Buch Einlass findet. Weil für mich ist natürlich alles wichtig. Und das ist das Schwierige an der Sache. Also zu sagen, das wird jetzt rausgestrichen, das ist zu viel, weil der Leser und die Leserin, die wollen ja dann kein neues Geschichtsbuch haben, sondern einen interessanten Roman mit historischen Fakten gespickt. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit, das Ende zu finden, eigentlich nicht so, weil ich das schon relativ früh weiß. Aber das andere halt, diesen Mittelteil zu straffen oder so interessant zu gestalten, dass es dann, wie gesagt, kein Geschichtsbuch wird. Mhm. Das Stichwort hast du schon gegeben, historische Romane, die überdies sehr akribisch recherchiert sind mit Fachleuten, Historikern, sind so ein bisschen dein Steckenpferd, also überwiegend in dem Bereich hast du gearbeitet. Dabei erzählst du Geschichten von normalen Leuten. Was fasziniert dich an diesen historischen Settings? Also vom einfachen Volk, ne, sprechen wir. Genau. Also nicht, ich habe ganz wenig Adel drin. Die meisten spielen ja um die Hochwohlgeborenen drumherum. Mhm. Bei mir kommen die auch drin vor, aber einfach nur, um dem Leser zu zeigen, in welcher Zeit der spielt. Also ich meine, wenn Franz von Sickingen um die Ecke geritten kommt, dann weiß man, dass es ungefähr die Bauernkriegszeit ist. Und das ist für mich wichtig, aber ich mag dieses einfache Volk, weil die wenig Gehör sonst finden. Und es war ja dieser Alltagskampf, der eigentlich auch das Spannende war, wie die Menschen früher überlebt haben. Das Problem bei diesem Thema ist, dass das einfache Volk weder schreiben noch lesen konnte, dass die also auch keine Zeit hatten, irgendwie Tagebuch zu führen. Ich muss also sehr tief graben, um über deren Leben etwas herauszufinden. Und da bin ich natürlich sehr froh, dass ich Historiker kenne und die mir auch da unglaublich behilflich sind, indem die mir dann Fachliteratur und auch ihre eigenen Arbeiten zur Verfügung stellen und mir auch Antworten geben auf meine unzähligen Fragen, sodass ich das Leben der einfachen Leute so darstellen kann, wie es wahrscheinlich damals gewesen ist. Und darauf lege ich auch sehr viel Wert, dass es also wirklich authentisch ist. Und was fasziniert dich an diesem historischen Stoff? Ich meine, du könntest auch über Heusweiler schreiben und kann man auch schöne Geschichten erzählen. Da spart man sich diese Recherche oder ist es vielleicht gerade das, was deine Arbeit ausmacht? Also es ist tatsächlich so, dass das Kram in der Vergangenheit mir sehr viel Spaß macht. Und vielleicht liegt das auch an meiner Leidenschaft schon früher. Geschichte hat mir immer gefallen. Nur ich muss gestehen, die deutsche Geschichte fand ich extrem düster. Also mir haben die Griechen gefallen als junger Mensch oder die Römer und die Ägypter natürlich. Das war für mich was ganz Außergewöhnliches, diese Pyramiden, wie die gebaut haben, wie die gelebt haben. Und wenn ich an die deutsche Geschichte gedacht habe, dann war immer Karl der Große. Ich. Eiche rustikal an der Decke, dunkel, düster, ne? Hexenverbrennungen und Hexenverfolgungen. Aber wir haben in Deutschland so viele interessante Geschichten zu erzählen. Und auch das Saarland bietet so viel, was noch nicht erzählt worden ist. Und das macht einfach Spaß, da drin zu graben. Und wenn ich dann auch in den Archiven stehe und diese alten Bücher und die alten Aufzeichnungen so in Händen halten darf und da drin lesen darf, dann komme ich mir auch so vor wie im Namen der Rose. Und das ist natürlich auch was, das ist was ganz Besonderes. Mhm. Also das macht mir total viel Freude. Du hast gerade angesprochen, deine Themen sind auch oft düster, Glaube, Hexenverfolgung, Aberglaube, die Bedrohung durch Kriege und Pest. Das war die Zeit aber damals. Ja. Ich meine, das frühe Mittelalter, das war genauso düster gewesen. Und die Neuzeit, die frühe Neuzeit, war nun mal geprägt von Hexenverfolgungen. Mhm. Und jetzt unsere Zeit ist eigentlich die friedlichste Zeit. Also abgesehen von dem, was momentan drumherum passiert. Aber so lange Friedenszeiten gab es früher nicht. Also hat ein Krieg den anderen abgelöst. Und deswegen sind diese Themen auch diesbezüglich halt sehr tragisch und es gab halt diese Krankheiten wie Pest und durch das ganze Elend gab es dann diese Hexenverfolgung, weil irgendjemand musste ja die Schuld haben an dem ganzen Elend und und so war unsere Geschichte gewesen, aber das ist natürlich unsere Geschichte und ich finde die also sehr spannend. Das ist auch der Grund, warum du dich in diesem Genre dann wohlfühlst. Also
Naja, es ist auch eine Leidenschaft. Also wie gesagt, ich habe mich schon als junger Mensch für Schliemann interessiert. Mein Vater und ich, wir haben dann diese alten Bücher gewälzt und diese alten Aufzeichnungen. Und vielleicht wollte ich auch Archäologin werden. Mhm. Nur bis mein Vater gesagt hat, der Schliemann hat alles gefunden. Das ist nichts mehr da, was du rausgraben kannst. Du musst aber, tief genug graben. Genau, halt, ja. Aber vielleicht ist es hat mein Vater mir so dieses... das mit ihnen so reingegeben, dann weiß ich nicht. Also ich hab mich schon immer für diese Geschichte interessiert. Wie gesagt, Deutschland, die deutsche Geschichte war für mich halt nicht so prickelnd gewesen. Das ist jetzt erst später gekommen, durch die Historiker vielleicht auch dann, ne? Dass die mir so ein bisschen diesen Blick auf das Ganze auch geben. Ja. Mittlerweile hast du über ein Dutzend Historienromane geschrieben, ein Sagenbuch, Krimi-Kurzgeschichten und diverse Kurzgeschichten veröffentlicht. Genau, einen kleinen Bruch mit diesem Stil gab es dann 2020 mit dem Roman Die vergessene Heimat, was ein Spiegel-Bestseller war. Ein Roman nach einer wahren Geschichte, in welchem die Protagonistin die Flucht ihrer Eltern aus der DDR nachvollzieht. Und in diesem Roman werden Themen wie Demenz und Vergangenheitsbewältigung aufgegriffen. Und das ist eine biografische Geschichte. Eine autobiografische Geschichte. Ja. Das ist meine Familiengeschichte tatsächlich. Mhm. Also mein Vater ist 2013, 2014 sehr krank geworden und dann hat sich herausgestellt, dass er dement war, was wir nicht so bemerkt haben, weil er schon immer einen schwieriger Charakter hatte. Und er hat sich noch so ein bisschen verfestigt, sodass man gesagt hat, jetzt wird er alterskrätig und was man ja auch bei den alten Leuten dann so sagt oder älteren Leuten sagt. Aber jedenfalls ist er dement geworden und über diese Demenz ist er immer mehr in die Vergangenheit abgerutscht. Wir wussten nur diese Hauptüberschriften dieser Krankheit, wie jetzt diese Vergangenheit, in der die Menschen dann immer mehr leben. Aber wir wussten nicht, was es mit uns als Angehörige macht. Ne? Also es war schon sehr, sehr heftig gewesen. Und zum Glück haben wir einen Demenzverein kontaktiert, von dem wir vorher auch keine Ahnung hatten. Der war für uns wie so ein Rettungsanker. Durch den wussten wir dann mit der Krankheit umzugehen, mit unserem Vater umzugehen. Aber irgendwann war er tatsächlich nur noch in der Vergangenheit behaftet und hat mich für meine Mutter gehalten und hat mit mir die Flucht aus der DDR nachgespielt, kann man sagen. Denn meine Eltern sind tatsächlich kurz nach Schließung der Grenze 61 aus der DDR geflohen. Sie waren damals die größte Gruppe, die es geschafft hatte. Und 7 Erwachsene und 2 Kinder, die man auch noch beruhigt hatte mit Waldtierentropfen und allem Möglichen, damit die nicht schreien. Die hätten damals oft interviewt werden können, aber sie haben das abgelehnt, weil sie wahnsinnige Angst vor der Stasi hatten, dass die Stasi sie zurückholt. Und das waren natürlich alles interessante Fakten, die uns nicht bewusst waren, also uns Kinder. Ich habe noch 2 Geschwister, die uns als Kinder nicht bewusst waren. Wir haben gewusst, dass unsere Eltern aus der DDR kommen, dass die geflohen sind, haben wir auch gewusst, diese Hauptüberschriften. Aber das Nähere war uns nicht bewusst. Da haben meine Eltern auch nicht mehr so drüber geredet, weil irgendwann war das Vergangenheit und da war die Gegenwart und die Zukunft wichtig, aber nicht das, was gewesen ist. Und durch diese Demenzerkrankung des Vaters kam das dann nochmal alles zum Tragen. Und das habe ich in diesem Roman in 2 Handlungssträngen dann beschrieben. Wie sind Sie geflohen? Also noch schnell rübergerannt oder Tunnel gebaut? Das war oder? Extrem spannend. Ja. Die haben also verschiedene Szenarien auch durchgespielt. Du musst dir vorstellen, meine Eltern haben im Sperrbezirk gewohnt. Mhm. Der war jetzt also ganz dicht an der Grenze, der aber scharf kontrolliert worden ist. War so die 500-Meter-Grenze, also auch mit Schlagbaum, wo man nur mit speziellen Ausweis rein durfte. Und mein Vater war Grenzgänger. Der hat also gewusst, was im Westen abgeht. Also diese schillernde Welt haben die kennengelernt, aber mussten immer bis nachts um 12 wieder zurück im Osten sein. Und dann haben die auf einmal dann gemerkt, da ist irgendwas am Brodeln, obwohl es heißt, es wird keine Mauer gebaut. Aber sie haben das gespürt. Die Kontrollen haben sich verändert. Und auf einmal wurden den Grenzgängern auch die Pässe abgenommen, sodass sie nicht mehr in den Westen durften. Mhm. Und dann war diese Flucht schon im Planen. Aber dann kam die Nacht vom 12. auf den 13. August. Und dann war es klar, wenn jetzt dieser Grenzstreifen dicht gemacht wird, der in dieser Nacht mit spanischen Reitern und mit Stacheldraht schon abgesperrt worden ist. Aber wenn die jetzt da Stein auf Stein hinbauen, gibt es keine Flucht mehr. Mhm. Und dann war der Zeitfaktor war ein ganz, ganz großer Druck gewesen, dass das also ganz schnell über die Bühne geht. Und die haben dann durch einen glücklichen Umstand rausgekriegt, der in meinem Roman beschrieben wird, wie sie
also wie sie dann rausbekommen haben, wann diese Grenzsoldaten immer an ihrem Haus vorbeikommen. Da war ein ganz enges Zeitfenster, wo die dann weg waren, wo die denen den Rücken zugekehrt haben. Und dieses Zeitfenster haben die dann genutzt und sind dann geflohen. Aber die haben versucht, das rauszukriegen, indem sie zum Beispiel eine Hochzeit nachgespielt haben. Dann haben sie dann Zeit gestoppt, bis die Grenzsoldaten kamen, ne? Dass sie also wussten, wie viel Zeit bleibt. Und das waren ja alles immer nur Minuten gewesen, bis dann die Grenzsoldaten gemerkt haben, da sind Leute in dem Bereich, die ja nicht, die nicht da sein dürfen. Also es war unheimlich spannend gewesen. Und das ist sehr kompliziert, das auch so zu erklären. Aber die haben sehr viel gemacht, um diese, dieses Zeitfenster ausfindig zu machen, wann sie unbeobachtet waren. Und dann ging das dann los. Mhm. Genau, die Leute sollen auch das Buch lesen, also ja, genau. Alles zu erzählen. Was mich interessiert, also wenn Menschen sterben, zum Beispiel, merkt man als Angehöriger vielleicht, dass plötzlich Wissen verloren geht. Mhm. Das ist plötzlich weg. Und vielleicht hätte man den Opa oder den Vater mal noch gern gefragt, wie war es denn im Krieg oder wie war denn die Flucht aus Berlin? War das so ein Punkt, wo du früher gemerkt hast, irgendwie, da geht jetzt Wissen verloren, was mich irgendwie zunächst mal mich vielleicht selbst interessiert? War das so der Auslöser, dich damit zu beschäftigen, mit diesem, das ist dieser ja, Flucht? Das ist ja unsere Familiengeschichte. Und wenn meine Eltern nicht mehr da sind, und dann kann keiner mehr die erzählen. Und von diesen 7 Angehörigen leben nur noch 2, meine Mutter und eine Tante. Und die anderen sind schon verstorben. Das bedauere ich zutiefst, dass ich da nicht früher mit denen darüber geredet habe. Aber es war tatsächlich so, das haben mir jetzt auch einige bestätigt, ich habe also unglaublich viele Mails bekommen von Menschen, die Ähnliches mitgemacht haben und die auch sagen, dass die jetzt auch ihre Angehörigen noch fragen, also die auch, wo sie jetzt auch mitgekriegt haben, dass die aus der DDR geflohen sind. Das ist so ein Thema. Wenn da die Menschen jetzt, die sind ja alle weit über 80, die die DDR noch kennen, wenn die jetzt sterben und dann ist niemand mehr da, der das erzählt. Also meine Kinder, das merkst du auch an der Jugend, die haben da auch nicht mehr so viel Interesse dran. Ne? Aber das ist so ein Thema, das darf nicht vergessen werden, dass Menschen hinter einer Mauer eingesperrt worden sind und dass man denen die Freiheit weggenommen hat. Und durch Corona wissen wir ja am besten, wie es ist, wenn man auf einmal nicht mehr irgendwo hinreisen darf, wenn man da also verboten bekommt, sogar das Bundesland zu überqueren oder wenn auf einmal die Regale leer sind, weil gehortet wird oder weil der Nachbar auf einmal so aufmerksam guckt, wer dann zu Besuch kommt. Und das war ja in der DDR gang und gäbe gewesen. Und das darf nicht vergessen werden, das darf auch nie wieder kommen. Und das ist so ein Anliegen meiner Mutter auch gewesen, die gesagt hat, das musst du unbedingt aufschreiben. Und das ist wirklich so ein Punkt gewesen, weil ich weiß, irgendwann ist sie auch nicht mehr da und dann ist dieses Wissen weg. Und wir reden auch ganz viel noch darüber jetzt, obwohl ich schon viel in dieses Buch gepackt habe. Aber es sind immer noch mal Sachen, die ihr jetzt auch erst einfallen. Ich meine, es ist ja schon ewig her, schon über 60 Jahre. Und da sagt sie immer, Mensch, das noch und das noch und das noch. Und das ist schon, also ich kann nur jedem raten, wenn er noch Großeltern hat, darüber zu reden. Also generell wäre es auch eine Lehre, dass man besser mal zu Lebzeiten sich mit seinen Vorfahren auseinandersetzt. Das ist schon, es ist auch interessant. Ne? Es ist auch interessant. Ich weiß von jemandem, dessen Vater, der war auch vor seinem 80. Geburtstag, ist er mit dem in die Normandie gefahren, wo dieser D-Day war. Und da war sein Vater mit involviert. Und dann ist er auch weinend zusammengebrochen. Der Vater, der hat nie darüber gesprochen. Mhm. Und dann ist das aus dem rausgeflossen. Das ist auch für diese Menschen wichtig, darüber zu reden. Die haben also ganz viel in sich drin versteckt, wo sie keinen Anlass haben oder vielleicht, weil man nicht fragt. Aber die tragen das schon seit Jahrzehnten mit sich rum. Und ich finde das auch für diese Menschen dann wichtig, dass die das mal loslassen können. Oder vielleicht auch so ein Pflichtbewusstsein, dass man seine Aufgabe erfüllt, dass man vielleicht jemand anderes gar nicht damit so belasten. Genau, das kann das vieles dann. Sie wollen es, haben es auch verdrängt. Sie wollen nicht darüber reden, weil es vielleicht auch zu traurig ist, zu schlimm ist, zu grausam war. Und aber ich finde es für jeden, also für die Angehörigen und für den dann, dann entschlüsselt sich auch manches, was dann vielleicht so zwischen den Generationen war, was man nicht verstanden hat. Genau, was das Buch betrifft, das erzählt zum einen halt diese spannende Geschichte der Flucht, die du eben beschrieben hast, aber hast ja schon ein paar Mal betont auch deine Familiengeschichte. Also sprich, das ist jetzt nicht die Geschichte deines Vaters, deiner Mutter von der Flucht, sondern es sind auch die Geschichten der Kinder und die Geschichten Umgang mit der Krankheit. War das auch was du mal besonders betonen wolltest oder was einfach mal vielleicht auch beleuchtet werden musste? Also mein Vater war, wie gesagt, 2014 krank. Und damals gab es noch so eine Kruste um diese Krankheit Demenz. Mittlerweile ist die aufgebrochen, weil es ja auch ganz viele
Prominente gibt, die davon berichten, dass ihre Angehörigen dement sind oder dement waren. Und dann gibt es ganz viele Bücher mittlerweile auch darüber. Damals war das aber noch nicht so. Also es gab Fachliteratur, aber wenn du in diesen Schuhen drin steckst und auf einmal mit etwas konfrontiert wirst, dass dein Vater dich nicht mehr erkennt, dass dein Vater extrem aggressiv wird, ne, dass der dann auf einmal mit Leuten rumpöbelt, dann schämst dich ja auch teilweise dafür. So war das damals auch bei uns gewesen. Und dann weißt du aber nicht, wen du um Hilfe fragen kannst. Und ich habe ja vorhin gesagt, unser Rettungsanker war der Demenzverein gewesen, wo wir dann mit Leuten zusammengetroffen sind, die Ähnliches mitmachen. Und wir haben immer gesagt, wenn es mal so ein Buch gäbe, wo man einfach mal so da drin lesen kann, wie es anderen gegangen ist, wo man sich auch wieder wiedererkennt oder wo man sieht, das ist alles ganz normal, was uns passiert. Das betrifft nicht nur uns, sondern das betrifft fast jeden Angehörigen. Dann wäre das doch eine große Hilfe. Und deswegen ist dieses Buch dann auch mit entstanden dann, ne? Und kombiniert mit dieser DDR-Geschichte ist das natürlich spannend zu lesen, weil die Demenzerkrankung als solches ist natürlich sehr traurig. Und ja, und es ist, hat ja auch kein gutes Ende genommen. Mein Vater ist ja dann auch gestorben. Aber mit kombiniert mit dieser DDR-Geschichte ist es natürlich auch nochmal so, so ein Erbe, was ich, oder so eine Erinnerung, was ich jetzt an ihn habe. Und auch für uns war es auch eine Aufarbeitung dieser Roman tatsächlich. Also wir mussten ja um diesen Roman, meine Geschwister haben ja, ich habe den zwar geschrieben, aber meine Geschwister haben ihn gelesen und haben also auch alles abgenickt dann, ne? Wir mussten uns ja auch nochmal die Schuhe anziehen und jede Entscheidung, die wir getroffen haben damals, haben wir nochmal hinterfragt. Und sind dann zu dem Entschluss gekommen, es war alles richtig so, was wir gemacht haben, weil du da auch mit dem haderst dann, ne? Was du getan hast, was du gesagt hast. Du haderst auch viel damit, weil du auch irgendwann überfordert bist damit. Und durch diesen Roman haben wir gesagt, nee, es war okay so, was wir gemacht haben. Mhm. Und das war natürlich für uns jetzt als Familie eine Aufarbeitung des Ganzen auch. Womit du auch offenbar bei anderen Betroffenen einen Nerv getroffen hast. Es gab also zahlreiche Reaktionen, Rückmeldungen, vielleicht gerade auch deshalb, weil es auf erzählerischer Ebene stattgefunden hat und die Leute sich einfach besser reinversetzen konnten, möglicherweise. Genau, also ich habe sogar von Pflegerinnen und Pflegern E-Mails bekommen und da hat mir da geschrieben, also das müsste Pflichtlektüre werden für alle, weil die eine hat dann auch gesagt, jetzt versteht sie endlich mal die Krankheit, weil sie auch den Blick auf diese Angehörigen und auf diesen Kranken hat. Die haben das ja nur vom medizinischen Standpunkt aus gesehen dann. Mhm. Und jetzt hat sie endlich mal so diesen Blick auf das Ganze gehabt. Und das fand ich schon großartig. Also mit diesen Reaktionen habe ich nicht gerechnet. Mhm. Aber das war natürlich, wie die E-Mails dann kamen, war das schon super gewesen. Also hat mich auch bestätigt in dem, dass ich sage, es war richtig gewesen, diesen Roman zu schreiben. Weil viele sagen ja auch, wie kann man denn was Persönliches preisgeben? Aber wir haben ja auch noch ganz viel für uns behalten. Wir haben ja nicht alles preisgegeben. Mhm. Noch ganz, ganz viel, was nicht erzählt worden ist, sondern nur das, was die Allgemeinheit betrifft und wo sich auch andere Angehörigen drin wiedererkennen. Das haben wir ja dann auch beschrieben. Mhm. Also ein Buch, das nicht nur sehr spannend ist, sondern auch vielen Menschen tatsächlich geholfen hat, mit ihrer eigenen Situation klarzukommen. Jetzt 2022 gibt es wieder einen historischen Roman. Gab es schon, also oder im Juni erschienen. Schon, ja. Ist schon bereits erschienen, Der Glanz des Feuers. Mhm. Genau. Klingt glänzend, worum geht es in diesem Werk? Ja, ums Feuer tatsächlich. Also es geht um, ich versuche ja immer, historische Begebenheiten in den Roman einzuarbeiten, beziehungsweise um historische Begebenheiten dann einen Roman zu stricken. Und so war es auch bei dem gewesen. Der Ausdruck Mordbrenner, den gibt es also tatsächlich, den habe ich mir nicht irgendwie aus den Fingern gezogen, sondern es gibt diesen Ausdruck und es gab Mordbrenner, die haben also um Stuttgart drumherum Feuer gelegt und man hat das dann früher den Vagabunden in die Schuhe geschoben. Die hat man dann verhaftet und gefoltert und wir wissen ja, unter der Folter gesteht man alles, nur um dem Schmerz zu entgehen. Deshalb weiß man bis heute nicht, ob tatsächlich die Vagabunden dafür zuständig waren. Aber drumherum sind also Ortschaften abgebrannt worden, abgefackelt worden. Und das hat mir der Professor Dr. Dillinger erzählt, mit dem ich ja eng zusammenarbeite. Er hat ja in Oxford einen Lehrstuhl. Und wir haben sehr viel Kontakt miteinander. Und der berät mich dann auch diesbezüglich. Und er hat mir dann auch seine Arbeiten und die Fakten dann dazu geliefert. Und da drum um diese Feuer habe ich dann diesen Roman gesponnen. Es geht um zwei Schwestern, die aus einem bestimmten Grund aus ihrem Heimatort Montbéliard, das ist also im heutigen Elsass, früher war das Württemberg, fliehen müssen. Die schließen sich einer Vagabundentruppe an, kommen nach Stuttgart und dann fängt Stuttgart an zu brennen. Mhm. Und das ist eine sehr spannende Geschichte. Meine Tochter sagt, das ist wie ein Kanonschlag, dieser Roman, weil auf einem ganz engen Zeitraum
sehr viel passiert. Ich merke das auch immer, wenn ich meine Lesungen abhalte, was lese ich jetzt vor? Da passiert so viel, da verrät man auch so viel dann über diese Handlung, dass man da immer so ein bisschen aufpassen muss. Aber der Zuhörer muss es natürlich auch verstehen. Und ja, wir nennen das Pistolenschuss in unserem Fachjargon. Also sehr viel passiert da und es ist extrem spannend und ja, kommt auch sehr gut an. Ich bin ein bisschen bei den Titel gestolpert, der Glanz des Feuers. Feuer lodert ja eigentlich eher, glänzt weniger. Nee, aber wenn der Glanz des Feuers sich in deinen Augen widerspiegelt. Spiegelt, okay. Und das wird auch so erklärt dann, ne? Okay. Und es hat mit Friedrich dem Ersten zu tun, der ja der Regent war von Württemberg damals. Und es gibt einen Vorgängerband dazu, der hat aber, wie soll ich sagen, das sind keine zwei Teile. Man kann die unabhängig voneinander lesen. Nur die Hauptfiguren in dem, das heißt die Farbe des Goldes, die da drin also eine große Rolle spielen, die Hauptfiguren, die kommen hier als Nebenfiguren nochmal vor. Und das fand ich ganz interessant, also nochmal irgendwie die Figuren nochmal in einem anderen Roman auftauchen zu lassen. Und das hat auch mit der Alchemie zu tun. Also die Alchemisten wollten ja früher den Stein der Weisen finden, um aus unedlem Metall edles Metall zu machen. Deswegen auch die Farbe des Goldes. Wie ist denn die Farbe des Goldes? Und die waren da schwer auf der Suche. Und Friedrich der Erste hat sich dann vorgestellt, wenn er dann eine Alchemistenfabrik hat und mit 100 Alchemisten, sage ich mal, und die produzieren am Tag so viel Gold und dann kann er so reich werden. Aber das Charmante an dem Fürsten war, dass der das Geld nicht verjubeln wollte, sondern er wollte sein Land damit stärken und Schulen bauen. Er wollte also die Bildung jedem zugänglich machen. Und das sind natürlich auch interessante Themen, die dann in so einem Roman immer wieder Einzug finden dann, ne? Ist bereits erschienen bei Goldmann auch, glaube ich, ne? Ja, sind alle bei Goldmann, ja. Alle bei Goldmann erschienen, okay. Nach dem Roman ist vor dem Roman. Was steht denn bei dir als nächstes an? Gibt es schon Pläne oder ja, bist du drin? Ja, es ist auch schon ein Vertrag in Arbeit. Also es wird einen sehr interessanten Roman geben über drei Frauen, drei unterschiedliche Generationen, die aber miteinander verbandelt sind, verwandtschaftlich, und die etwas ganz Besonderes gemacht haben. Und ohne die gäbe es etwas ganz Bestimmtes nicht. Und das wird man wahrscheinlich dann auch demnächst mehr darüber hören. Aber es spielt im 18. Jahrhundert, und wenn drei starke Frauen von unterschiedlichen Generationen so etwas in die Wege leiten, das zeigt eigentlich, dass es immer in den Jahrhunderten starke Frauen gab, weil es immer heißt, nur die Frauen, die werden unterdrückt und Heimchen am Herd und so. Aber es gab immer diese Ausnahmen. Und das hat mich an diesem Roman sehr fasziniert oder an dieser Geschichte sehr fasziniert. Und deswegen wird es darüber einen Roman geben. Und der wird dann Ende nächsten Jahres dann wahrscheinlich erscheinen. Was macht für dich eine starke Frau aus? Ja, wenn sie nicht Heimchen am Herd ist, sondern wenn sie sich ihrer Stärke bewusst wird und dann auch dafür kämpft, ne? Also sich auch dafür einsetzt und nicht sich unterdrücken lässt oder sich nur, weil sie eine Frau ist, dann in eine Schublade stecken lässt, sondern dass sie dann zu ihrer Stärke steht und die anerkennt und dafür auch kämpft. Wie das ausgeht, erfahren wir wann ungefähr? Ich hoffe, Ende nächsten Jahres ist geplant, aber durch Corona wissen wir, kann immer noch mal, ist irgendeiner krank, also ob das die Lektorin ist oder der Drucker war jetzt auch gewesen. Also wir planen es Ende nächsten Jahres, aber es kann auch Frühjahr 24 werden. Wir lassen uns diese Zeitspanne. Aber ich bin jedenfalls schon fleißig am Schreiben und im Mai nächsten Jahres wird der Roman fertig sein. Und dann gucken wir, wie wir das dann alles dann zwischen zwei Buchdeckel kriegen. Ja, in der Zwischenzeit gibt es ja genug Material von dir zu lesen. Ja, also ja, wer jetzt überzeugt ist, der hat auf jeden Fall dann noch... Bis er das alles durchschaut, dann kommt der neue Roman raus. Genau. Ja. Es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast etwas mitbringt, eine Sache, irgendwas, was ihn inspiriert oder was bedeutet. Deine Bücher haben wir schon gesehen. Du hast uns eine Kamera mitgebracht. Mhm. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist tatsächlich die Originalkamera, die in der vergessenen Heimat eine große Rolle spielt. Sie stammt aus der DDR. Mein Onkel hatte die und meine Eltern, also die ganzen Verwandten, sind ja geflohen, wirklich ohne irgendetwas mitzunehmen. Ihre Papiere, und sie hatten so ein bisschen Ostgeld dabei. Und diese Kamera war ganz wichtig, weil das war damals ja auch eine Qualitätskamera. Und die wollten sie im Westen verhökern, um ein paar Westmark zu kriegen. Anscheinend haben sie das nicht gemacht, weil die ist jetzt erst wieder aufgetaucht. Meine Cousine hatte sie, die hat sie jetzt also über 30 Jahre gehabt. Die Cousine ist auch
Bei der Flucht war die 6 Jahre alt. Ihr Vater hat sie ihr anscheinend irgendwann geschenkt und sie hat sie irgendwo gut weggelegt. Und jetzt tatsächlich, letzte Woche habe ich sie bekommen als Requisite für diesen Roman. Und das freut mich natürlich total und ich werde sie in Ehren halten. Aber das ist die Originalkamera, die in diesem Roman eine Rolle spielt. Und das finde ich schon phänomenal. Also für die Experten ist es eine Praktika FX2. Gibt es auch Fotos noch? Es gibt alte Fotos, die mit der gemacht worden sind, also Familienfotos. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie noch selber noch funktioniert. Das müsste ich jetzt mal austesten. Ja, auch Fotos von der Flucht jetzt? Naja, von der Flucht direkt nicht, aber von davor. Also meine Eltern haben ja mit diesen Verwandten, habe ich ja vorhin gesagt, um diese Zeitspanne abzutasten, wann sie dann beobachtet werden oder wann sie dann kontrolliert werden, eine Hochzeit wie ein Theaterstück gespielt. Und da von dieser Hochzeit gibt es tatsächlich Fotos, die sie da inszeniert hatten mit den ganzen Verwandten dann im Sperrgebiet. Und die haben wir auch, diese Fotos dann. Ja, ja, spannende Themen auf jeden Fall. Genau, wie gesagt, lest euch die Bücher durch. Und haben wir eigentlich alles durch, würde ich sagen. Dann danke ich dir recht herzlich für das nette Gespräch und wir erwarten das Buch 2024. Spätestens. Vielleicht sogar früher. Genau, und wenn man auf dem Laufenden bleiben will, hast du eine Webseite? Ich habe eine Webseite, klar, muss man nur meinen Namen aneinander schreiben, www.deanazinsmeister.de. Aber ich bin natürlich auch bei Facebook und Instagram aktiv. Und TikTok. Nee, TikTok nicht. Aber das geht, glaube ich, automatisch, wird das dann immer bei TikTok auch rübergeschlossen. Ne? Ja. Aber ich bin mehr, also ich bediene mehr Facebook und Instagram. Ja. Und da kann man das dann auch allem folgen, was ich da Neues produziere. Oder auch mal was Privates wird natürlich auch immer mal wieder gezeigt. Da kann man mir folgen. Reicht ja auch, man hat ja genug zu tun mit Bücherschreiben, da kann man nicht noch den ganzen Tag auf Social Media verbringen. Das kostet unheimlich viel Zeit, dieses Medium zu bedienen dann. Ne? Also da rast die Zeit nur so. Und deswegen, ja, man muss dann schon so ein bisschen abwägen. Also liebe Zuschauer, denkt dran, Social Media nur nach Feierabend, macht eure Arbeit, sonst kommt nichts darum. Also vielen lieben Dank. Ich habe das nette Gespräch, Diana Zinsmeister. Dankeschön.